Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen am Livestream, die eine auf der Tribüne, oi, ich dachte ja, es geht heute hier um Punkrock. Und wir reden um das, was in den beiden Anträgen steht. Und ich bin davon ausgegangen, dass die wenigsten von Ihnen sich jemals inhaltlich tiefgehender mit Punkrock beschäftigt haben oder auch auseinandergesetzt haben. Und wir versuchen, das Ihnen heute hier auch anhand einiger Punkrock-Bands nahezubringen. Punkrock alias Z wie Zusammenhalt, S wie Solidarität, K wie Kultur oder auch Kampf ist eine definitiv sehr, sehr wichtige Musikrichtung, die wahnsinns viele Bands geprägt hat. Unter anderem auch die Rolling Stones, die höchstwahrscheinlich nach dem Maßstab der AfD und der, weiß ich jetzt nicht, CDU, heute auch unter dem Label linksextrem eingeordnet werden würden. Und ich will an der Stelle nur an den Titel Street Fighting Man erinnern, in dem es ganz klar heißt, dass es wohl an der Zeit wäre für die Palastrevolution, wenn man es denn ins Deutsche übersetzt. Aber man muss eins definitiv sagen, mit einem Tourtitel der Ärzte, es ist eine Frage der Ehre, diesen Antrag der AfD und auch den Alternativantrag der CDU heute hier abzulehnen. Seitdem es einen parlamentarischen Arm von Neonazis in den Parlamenten gibt, ist nichts mehr normal und fragt man sich, wieso eigentlich es nicht einen Volkssturm gegen deren rassistische und antisemitische Hetze gibt. Und da die AfD mir bereits unterstellte, Mitglied einer Terrorgruppe zu sein, will ich wenigstens feststellen, dass ich, wenn überhaupt, eher über engere Kontakte zu Allgemeines Chaoskommando verfüge, grundsätzlich aber eher zur Fahnenflucht tendiere und generell lieber abstürzende Brieftauben beobachten, mit den Ätztussis rumhänge, dem Betontod frönen will oder auch Kellerasseln beobachte, mit dem dicken Polizisten eine rauche oder mit Freunden von Feine Sahne Fischfilet Rücksitzpogo durchführe, auch wenn dann die Gefahr besteht, dass möglicherweise wir im Anschluss die Ärzte aufsuchen müssen. Und eins will ich Ihnen vorab sagen, ich auch nur in einem Mini-Punkt den fucking Faces der AfD zustimme, werde ich alles tun, um das zu verhindern. Egal in welchem Punkt, egal um welchen Antrag der AfD es geht. Um es ganz kurz zu sagen, Sie haben wohl Alarmsignal noch nie gehört. Und ja, wenn es in der Koalition auch mal heiter bis wolkig zugeht, sollte spätestens nach dem Lesen dieses Antrags der AfD, allerdings auch nach diversen anderen Anträgen der AfD, jedem Skeptiker klar sein, bei der AfD herrscht wohl eher Stahlgewitter. Sogar jeder Fallobstfresser durchschaut, selbst mit Gülle, Schiss und Schlepphoden, das Ziel ihres Antrags, egal ob er diesen Kornblumenblau auf der Kellertreppe beobachtet durch Kaffee- oder Küchenspione unter Schweißausbruch beim Einkauf von 20 Liter Joghurt auf Bewährung unterwegs zur Zwangsräumung liest. Auch die arbeitslosen Bauarbeiter mit Bier und Barrikaden wissen sehr genau, wie die AfD einzuordnen ist, nämlich brumm, brumm, böse. Lieber schließe ich mich auch mit Verfolgungswahn einem Pfandflaschenkommando an und riskiere Ohrentod, als vor Ihnen und Ihrer Ideologie auch nur ein Fünkchen zurückzuweichen, denn worum es Ihnen geht, hat Slime sehr klar gesungen. Sie wollen wieder schießen dürfen. Sie wollen wieder Zäune ziehen, denn seine Heimat muss man schützen. Sie laden schon Ihr Magazin. Sie wollen wieder schreien dürfen, die Jugend neu zum Hass erziehen. Sie wollen wieder Fackeln tragen in den Straßen von Hamburg und Berlin. Sie wollen wieder sagen dürfen, dass Deutschsein eine Tugend ist. Doch niemand wird je fragen dürfen, wer die deutschen Kugeln frisst. Sie wollen wieder sagen dürfen, wenn man nach der Lösung fragt, in diesem Fall ist es ganz einfach, wir brauchen Blei und Stacheldraht. Und im Gegensatz zu dem, was Sie beabsichtigen, kann ich für Rot-Rot-Grün ganz klar sagen, unsere Herzen schlagen links. Lang, solange das Leben reicht, wären wir der braunen Meute
wenn auch viele Angst beschleicht. Und zum Alternativantrag der CDU sei mir eine Anmerkung gestattet. Wissen Sie, sogar die Junge Union, übrigens jetzt erst neu veröffentlicht auf der neuen Schlachtrufe-CD, die 2018 zur Unterstützung von Kein Bock auf Nazis veröffentlicht wurde, hat einmal gesungen: Ich bin nicht stolz, ein Deutscher zu sein. Und weiter: Tucholsky hatte recht, schlagt die Faschisten, wo ihr sie trefft. Vielleicht sollten auch Sie mehr Punkrock hören und vor allem verstehen, bevor Sie einen Alternativantrag vorlegen, der sogar noch einen Schritt weiter geht als der Antrag der CDU und die als der Antrag der AfD, Entschuldigung, und die Abschaffung des Interventionsfonds des Landesprogramms für Demokratie fordert. Und dann ein letzter Satz. Dieses Landesprogramm für Demokratie dient auch dazu, Menschen zu unterstützen, die sich für eine demokratische Gesellschaft engagieren, unabhängig davon, ob sie Punkrock, Elektro, Hardcore, Hip-Hop, was auch immer für Musik hören. Diese jämmerlichen Versuche, die Menschen, die sich für die demokratische Gesellschaft einsetzen, die sich im Sinne des Landesprogramms engagieren, immer wieder zu diskreditieren und das Landesprogramm in Misskredit zu bringen, weise ich auch für die Koalition auf das Schärfste zurück. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und euch.